Shortcut-Reihe zur Bundestagswahl, die wir gestern gestartet haben. Die Idee ist, prominente Kandidaten für den Bundestag einzuladen und sie eine der großen Themen, die jetzt den Wahlkampf möglicherweise bestimmen werden oder zumindest mit beeinflussen werden, jedenfalls für die nächsten Jahre auch wichtig sind, vorstellen zu lassen und dann ökonomisch mit Experten zu diskutieren. Bei uns in der Runde. Wir hatten gestern Karin Ley von der Linkspartei zum Thema Mietendeckel und eine sehr gute Diskussion mit Klaus Michelsen für die EW. Wir haben heute unseren nächsten Gast bei uns, den Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, an einem wahrscheinlich sehr glücklichen Tag für die Partei, wenn man die jüngsten Umfragen sieht. Habe schon unglücklich. Aber Das denke ich mir. Sie haben in den letzten Monaten sicherlich einige eher unglückliche Tage gehabt, aber das mit dem ersten Überholen der CDU seit, ich glaube, 15 Jahren, wenn das nach Forsa richtig ist, ist das natürlich schon eine Wendung. Da wollen wir aber heute gar nicht so viel drüber reden, sondern wir wollen über die Inhalte reden und vor allen Dingen über eins, was wir uns rausgesucht haben, was in der SPD eine sehr prominente Rolle spielt. Der Kandidat hat es, glaube ich, gestern auch noch mal prominent gesagt, das ist das Stichwort Vermögensteuer, das ja, sehr emotional auch diskutiert wird. Wir möchten da einfach die Gelegenheit geben, mal tiefer einzusteigen, das ökonomisch zu diskutieren, Ihre Begründung zu hören, auch zu hören, was Sie den Kritiken gegenüber äußern. Deswegen sind wir auch sehr glücklich, dass Markus Rappka akzeptiert hat, zu uns zu kommen und sozusagen den Ökonomenpart zu spielen. Als jemand, der Senior Researcher im sozioökonomischen Panel seit vielen Jahren auch mit dem Thema Ungleichheit befasst ist, sich sehr intensiv und auch kritisch mit diversen Messmethoden auseinandergesetzt hat und mit der Frage, wie Ungleichheit entsteht, wie man sie beheben kann. Und dazu gehört natürlich auch die Frage, ob die Vermögensteuer da geeignet ist. Wir wollen das so handhaben, wie wir es immer handhaben. Shortcut heißt alles relativ kurz und komprimiert, dass die Zuhörer schnell Möglichkeit haben, das Thema zu fassen und die wichtigsten Argumente zu hören. Deswegen möchte ich gleich an Sie, Norbert Walter-Borjans, weitergeben und Sie bitten, kurz vorzustellen, was Sie da vorhaben, welche Gründe dahinter stecken, wie die ökonomische Argumentation da ist. Und dann können wir danach in die Diskussion einsteigen. Ja, vielen Dank. Ich greife natürlich gern noch mal die gute Stimmung auf, die es in diesem Augenblick gibt. Und zwar deshalb, weil ich glaube, dass die kurz vor dem Wahltag oder mit dem näherrückenden Wahltag zeigt, dass die Menschen im Land schon ernsthaft darüber nachdenken, dass wir vor einem Wandel stehen, dass wir den Wandel wirklich so hinbekommen müssen, dass alle mitkommen können und sich sozusagen keine Sorgen daraus entwickeln, sondern eher die Chancen darin gesehen werden. Und da haben wir eben erlebt, dass diejenigen, die mal schnell alles versprechen, es gibt sozusagen am besten keine Steuern, keine Schulden, aber auch ganz viele Investitionen und alles läuft von selbst, dass die am Ende damit doch nicht punkten, weil man weiß, es geht schon um ernsthafte Fragen der nächsten Zeit. Und deswegen würde ich auch direkt mal vorausschicken, dass es der SPD nie darum gegangen ist, aus welchen Gründen auch immer, einfach Steuern zu erhöhen, was ja immer der Vorwurf ist, sondern wir wollen, das steht in unserem Zukunftsprogramm, für 95% der Menschen im Land die Steuern senken. Es ist ein Steuersenkungsprogramm. Aber wir haben zwei Punkte, über die wir uns Gedanken machen müssen. Und das ist der Anfang eigentlich, um danach über die Instrumente zu reden. Der erste Punkt ist, wir stehen vor enormen Investitionen in den nächsten Jahren. Das sagen die Institute der Arbeitgeberseite, der Arbeitnehmerseite. Wir reden von ungefähr 500 Milliarden in den nächsten 10 Jahren zusätzlich, um Klimawandel entgegenzutreten, um Digitalisierung nach vorn zu bringen, die Bildung zu verbessern. Also einfach schlicht und ergreifend, um vorne mitspielen zu können, auch in der Zukunft, wenn sich die Gewichte in Richtung China, in Richtung andere Staaten verschieben. Der zweite Punkt ist, es geht um den Zusammenhang in der Gesellschaft. Wenn der Wandel immer nur wenige ganz große Gewinner mit sich bringt und viele, die sich Sorgen machen, ob sie noch ihre Miete bezahlen können oder ihre Rente bekommen, dann wird die Bereitschaft, einen solchen Wandel mitzugehen, die geht nach unten. Und das ist der Ausgangspunkt, dass wir gesagt haben, der erste Punkt, der besteht, also dass
investieren, das fähig werden, den Wandel auch zu gestalten, bedeutet, wir brauchen viel Geld. Und wir brauchen dieses Geld im Regelfall in erster Linie dadurch, dass man mal all die mitbeteiligt, die sich trickreich in den letzten Jahrzehnten in sehr großen Milliardensummen an der Mitfinanzierung der Gesellschaft vorbeidrücken. Also es geht um die Mindestbesteuerung, die Olaf Scholz jetzt auch mit den Europäern oder mit den Staaten der G20 insgesamt verabredet hat, dass große Digitalunternehmen sich beteiligen, dass alle die große Gewinne, gerade auch mit der Kaufkraft in Deutschland machen, ihren Anteil zahlen. Der zweite Teil ist, dabei bleibe ich immer wieder, Investitionen werden sinnvollerweise auch ein Stück mit Krediten finanziert oder mit, wenn es die Verfassung nicht zulässt, Surrogaten, also Sondervermögen, wie auch immer, um Zukunft ein Stück auch mit, also Zukunftsgewinne auch ein Stück mit Zukunftslasten zu finanzieren. Das ist in jedem Unternehmen eine völlig normale Angelegenheit. Und wenn unser einer irgendeine Immobilie kauft, wird das im Regelfall auch nicht bar auf die Hand direkt bezahlen können, sondern einen Kredit dafür aufnehmen. Also da steckt gar nicht unbedingt das Thema Vermögenssteuer drin, sondern das steckt viel stärker in einem zweiten Teil, nämlich diesen Zusammenhalt in dieser Gesellschaft aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen. Denn wir haben eine der ungleichsten Verteilungen von Vermögen und Erbschaften, auch Einkommen unter all den Staaten sowohl des Euroraums, aber eben auch der Industrieländer weltweit. Und diese Ungleichheit, da sind wir manchmal froh, das wird vielleicht auch ein Punkt zwischen uns nachher sein, wenn sie gerade mal in guten Zeiten nicht noch weiter zunimmt, das gilt schon als Erfolgsnachricht. In den vergangenen Jahren ist es so gewesen, dass sowohl die Einkommen der oberen 10% sprunghaft gestiegen sind, also in 30 Jahren ungefähr 30%, während die Mitte tatsächlich diejenigen, bei denen die Hälfte drunter und die Hälfte drüber liegt, gerade mal so um die 10 bis 15% mehr hatten und die unteren 10% sogar ein Minuseinkommen hatten. Und wenn dann gesagt wird, ja, aber trotzdem sind die nicht mehr ganz so notleidend wie früher, dann müssen wir uns sagen, ja, das stimmt, aber deswegen, weil wir vieles mit Transferleistungen für die kleinsten Einkommen oder die Nicht-Einkommen ausgeglichen haben. Und diese Transferleistungen werden bezahlt aus Steuern, die im Wesentlichen die Mitte bezahlt. Während nach oben der alte Spruch, die starken Schultern müssen ein Stück auch prozentual mehr von ihrem Vermögen, ihrem Einkommen tragen als die kleinen, nicht eingehalten wird. Und jetzt geht es eben mit der Frage einer Steuerreform weniger um die Finanzierung der Investitionen. Wie gesagt, die müssen kommen aus den großen Bausteinen, also Steuerschlupflöcher schließen, auch Kredite aufnehmen, sondern es geht jetzt darum, gerade die Kleinen vor der Sorge zu bewahren, dass sie diesen Wandel nicht mit durchhalten können, die Mitte nicht zahlen zu lassen, alleine für sich selbst und für die Kleineren und zu sagen, ja, wer dann oben mitspielt, und wir reden hier vom obersten Prozent, wir reden sogar genau genommen, wenn man hinguckt, davon, dass 90% dessen, was wir an Vermögenssteuer planen, die oberen 0,1% betrifft. Und wenn wir selbst das obere Prozent mal nehmen, ich möchte gerne wissen, wer gehört oder wer glaubt, zu den oberen 60.000 von 80 Millionen Bürgern zu gehören, die dann betroffen sind, oder wer zu den 90.000 Verheirateten, also doppelt Veranlagten gehört, die dann betroffen sein werden. Das ist echt Angstmache, wenn man dann sagt, ja, das trifft ja dann wieder die gesamte Bevölkerung oder das macht die Arbeitsplätze kaputt. Der zweite Punkt ist, das hatte ich häufiger schon in Talkshows, dass mir gesagt wird, warum wollt ihr denn nicht die Armen reicher statt die Reichen ärmer machen? Das hat auch was mit Adam Riese zu tun. Also ich kann eben nicht einfach nur Geld drucken, sondern es geht auch ein Stück um die Frage, wie schaffen wir wieder einen Zusammenhalt durch auch eine Verteilung von oben nach unten. Und das bedeutet im Übrigen gar nicht, dass die Reichen ärmer werden sollen, sondern eine Vermögenssteuer von 1% ist für diese Gruppe, heißt lediglich, dass die Reichen langsamer reicher werden, aber nicht, dass sie ärmer werden, weil es ist kein Substanzverzehr. Weil mir sagt jeder, der in den obersten Kategorien von Einkommen und Vermögen mitspielt, dass der Zuwachs von Jahr zu Jahr durch Aktienkursgewinne, durch Immobilienpreissteigerungen, durch die Steigerung von Werten von Kunstwerken, von all dem, worin genau diese Gruppe investiert,
auch aus wirtschaftlicher Tätigkeit so groß ist, dass man da eher von zweistelligen Renditen redet als von Minuszins. Der trifft die Kleinen. Und deswegen, wenn da 1% Vermögensteuer abgezogen wird, dann ist das alles andere als ein kleiner Wert des Vermögens. Es wird nur nicht so schnell größer. Und das hat uns geleitet zu sagen, wir wollen am Ende ein Paket. Wir brauchen eine Einkommensteuerreform, die diesen Bauch abträgt. Also da, wo die meisten gerade drin sitzen, die irgendwo zwischen 20.000 und 40.000 im Jahr pro Kopf verdienen oder das Doppelte als Ehepartner. Und wir wollen dann darüber hinaus eben an diese Dinge rangehen, die immer zu einer weiter schieferen Verteilung geführt haben. Es reicht von der Reform des Ehegattensplittings eben auch über eine Beteiligung ganz großer Vermögen. Und das alles zusammengepackt wird am Ende dazu führen, dass es auch mehr Kaufkraft gibt, weil gerade diese Bevölkerungsschicht, die große Mehrheit, ihr Geld auch ausgibt. Sie braucht es eben auch für das, was jetzt ansteht. Und damit wird auch Wirtschaft angekurbelt. Die, von denen es genommen würde, sind im Regelfall diejenigen, die weder durch Steuersenkungen noch durch sonst was in den letzten Jahren erheblich mehr investiert hätten. Und wir haben, das will ich damit will ich schließen und auch mit ein Stück Selbstkritik, wir haben uns ja selber über viele Jahre dazu treiben lassen, zu dem, was der Wirtschaftswissenschaftler Armin Schäfer mal gesagt hat oder immer wieder sagt, dass ganz große Einkommens- und Vermögensschichten einen größeren Einfluss auf die Politik haben. Das heißt, etwas für die Kleineren ist immer nur dann gemacht worden, wenn es gleichzeitig auch den Größeren genutzt hat, also allen. Aber abwechselnd zu dem alle hat es dann immer auch die gegeben, die nur die ganz Großen begünstigt haben. Und dieses einmal alle begünstigen und einmal nur die Großen begünstigen, hat dazu geführt, dass die Schere eben immer größer geworden ist. Und dazu dagegen zu halten und mal zu sagen, das müssen wir den Menschen im Land erklären, ist erstens notwendig, weil alles andere ist Sand in die Augen streuen. Und das Zweite ist, wir haben es immer gesagt, wir haben nicht Abstand davon genommen. Und ich bin sicher, gerade in dieser Phase, in der wir jetzt sind, wird die Angstmache, das trifft am Ende die Kleinen und die Mittleren, eben nicht mehr greifen. Und ich glaube, dass das eben was zu tun hat, auch mit dem Stimmungswandel, den wir im Moment eben in Umfragen erleben. Aber dann bleibe ich auch dabei, dass Stimmungen noch keine Stimmen sind und wir noch viel zu tun haben. Können wir vielleicht später noch mal auf. Vielen Dank für den Einstieg. Ich würde gleich Markus Kapper fragen, wie Ihre Einschätzung, Einordnung ist zu der Frage Vermögensteuer in dem Kontext Zusammenhalt und Finanzierung von Investitionen. Ja, vielen Dank auch natürlich für die Einladung, dass ich auch hier das kommentieren kann. Es ist eine schöne, nette Ehre, dass ich das machen kann. Es freut mich vor allen Dingen, dass Boyens doch eher also dann eine große Linie aufgezogen hat und wir uns nicht nur ausschließlich jetzt hier über die Vermögensteuer auseinandersetzen, sondern es ist in der Tat wichtig, dass wir das in einem größeren Kontext sehen und dass die Vermögensteuer nur ein Instrument in einem größeren Instrumentenkasten ist und das vor allen Dingen gerade auch der Vorschlag der SPD im Hinblick auf eine Reform der Einkommensteuer tatsächlich auch zielführend ist. Und ich kann es natürlich auch wirklich nur begrüßen, das Programm an der Stelle der SPD unterscheidet sich relativ wenig auch von den Grünen an dieser Stelle. Die Zielsetzung vor allen Dingen auch gerade untere und mittlere Einkommensgruppen in der Einkommensteuer zu entlasten, das ist richtig und notwendig, gerade vor dem Hintergrund, dass in den letzten 2 Jahrzehnten gerade diese Gruppen eher stärker belastet wurden und die Top 10% der Einkommensbezieher definitiv deutlich entlastet wurden. Das ist ja ein wiederholter Befund unseres Hauses. Und dass diese Vorstellung, dass man vor allen Dingen unbedingt jetzt diesen Solidaritätszuschlag reduzieren muss, der geht in die falsche Richtung. Und wenn man sich das tatsächlich auch das CDU-Wahlprogramm ansieht, da wird auch gesprochen, dass die Mittelschicht eigentlich entlastet werden soll und dass die schwarze Null eingehalten werden soll. Alles das stimmt ja gerade nicht bei dem CDU-Programm, sondern genau das Gegenteil kommt da heraus. Die Mittelschicht wird in kleinem Maßstab in Größenordnung von 100 Euro gerade mal pro Jahr entlastet. Top-Einkommensbezieher, Millionäre, Einkommensmillionäre werden da entlastet, dass sie sich problemlos noch einen Ferrari leisten können. Das kann gerade, wie Sie ja gesagt haben, vor dem Hintergrund der großen Herausforderungen überhaupt nicht zielführend sein. Also Vermögensteuer dazu ist natürlich ein Instrumentenkasten und vollkommen richtig, dass Sie es betont haben. Es kann nicht die Zielsetzung sein, dass diese Vermögensteuer einen wesentlichen Beitrag zum Steueraufkommen beiträgt. Das ist tatsächlich eher Symbolpolitik, nach meiner Ansicht nach. Vorwiegend
Vor allem im Hinblick auf dieses Symbol, dass man diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken will. Das ist, glaube ich, notwendig, weil da tatsächlich da eine Schieflage in den letzten Jahren entstanden ist, dieses Gefühl des Abgekoppeltseins für breite Teile der Bevölkerung. Aber man muss natürlich auch gerade als Ökonom da eher kritisch sein und die Frage stellen, ist die Vermögensteuer tatsächlich, wenn es auch um den Aspekt des gesellschaftlichen Zusammenhalts geht, tatsächlich das geeignete Instrument? Oder sollte man sich tatsächlich auch an dieser Stelle über Alternativen nicht Gedanken machen? Genauso, wenn es auch über das Thema Steueraufkommen geht, ist es die Vermögensteuer, auch wenn sie vom Volumen her nicht großartig einen Beitrag leistet, aber gibt es nicht auch andere Instrumente, die besser geeignet sind, die Zielsetzungen, die sie verfolgen und auch vielleicht andere Zielsetzungen, wie die Vermögensungleichheit zu reduzieren, entsprechend auch besser zu erfüllen, als es eine Vermögensteuer kann. Und wir können ja gleich auch im Anschluss nochmal die bekannten Argumente gegen eine Vermögensteuer auch entsprechend durchdiskutieren. Die sind ja sozusagen allgegenwärtig, wie eben dieses Stichwort ertragsunabhängig, gerade in einer Krisensituation, wie wir sie jetzt hoffentlich gerade so überstanden haben, ist das natürlich ein Thema, ob wir in einer und die nächste Krise kommt bestimmt, das ist nun mal eine Frage der Zeit, ob wir in einer Krisensituation tatsächlich vor allen Dingen Unternehmen zusätzlich belasten wollen durch eine Vermögensteuer, wenn sie eben vom Konstrukt her ertragsunabhängig ist und dann eben Unternehmen wie zum Beispiel Lufthansa oder eben die TUI, die ja wirklich am Rande stehen mit dem Rücken zur Wand, ob man dann in diesem Moment dann auch noch eine Vermögensteuer zu sich erhebt, was dann tatsächlich am Ende des Tages ja doch vielleicht Arbeitsplätze gefährden kann. Also da ja besser auch im ökonomischen Sinne über Alternativen nachdenken. Vielleicht erstmal bis hierher. Okay. Gibt es schon etwas, wo Sie direkt darauf antworten, weil das ist jetzt ein bisschen angeschnitten worden? Ja, es gibt, also erstmal habe ich immer zu denen gehört, die sagen, mir geht es am Ende um das Ergebnis. Also ich finde, wir brauchen massive Investitionen und wir brauchen eine und sogar ein Stück Wiederherstellung des Zusammenhalts, das heißt eine Verkleinerung dieser gewachsenen Kluft von oben und unten. Ich bin für jeden besseren Vorschlag offen, was wir anbieten, was wir besprechen. Deswegen haben wir uns, es wird uns ja auch manchmal vorgeworfen, wir hätten das ja nicht so ganz konkret ausformuliert. Nee, weil es auch gar nicht um den Tarif oder die Frage, von welcher Grenze an was geht, sondern es geht um das Ergebnis, dass wir gesagt haben, das, was ich gerade beschrieben habe, heißt, wir brauchen auf der einen Seite eine viel klarere Verfolgung von denen, die oder Schließung der Schlupflöcher, und wir brauchen auf der anderen Seite eben eine Wiederherstellung dieses Prinzips, starke Schultern tragen mehr als schwache. So, da gibt es unter anderem diese Komponente und ein bisschen steckt ja dahinter bei CDU und FDP, ehrlich gesagt, dass so ein bisschen gesäuselt wird, die liebe Mitte und die kleinen und mittleren und auch noch darüber, wir tun ja euch was Gutes, eigentlich nicht, indem wir euch entlasten, sondern indem wir die Großen entlasten, weil die bieten euch ja die Arbeitsplätze. Also am Ende steckt da die Philosophie hinter, unser Land lebt eigentlich, die Leistungsträger sind die Top-Verdienenden und Top-Vermögenden. Und der Rest kann auch froh sein, dass die so eine tolle Gesellschaft bauen, in der man dann mal ein bisschen bescheiden sein sollte, den Gürtel etwas enger schnallt und dann kommt man da auch schon gut durch. So, und das ist nicht unser Ansatz. Unser Ansatz ist aber auch nicht umgekehrt zu sagen, die Vermögenden sind alle, die schädigen die Wirtschaft, weil sie viel Geld haben. Es hat nichts mit Neid zu tun, gerne auch noch, wenn es geht, eine E-Porsche, aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass am Ende das, was sich da anhäuft, im Übrigen viel stärker, als das zu Zeiten von Ludwig Erhard der Fall war, wo wir immer so tun, das war doch die sozusagen entfesselte freie Wirtschaft und die hat doch, haben wir doch alle gesehen, zu den besten Ergebnissen geführt. Nee, da haben eben die Hochvermögenden eine Vermögensteuer bezahlt, da haben sie einen höheren Einkommensteuersatz bezahlt. Ich glaube, ich habe in einem Artikel sogar von Ihnen selbst nochmal gelesen, dass Sie beschrieben haben, damals haben die 10%, die reichsten 10%, 30% des Einkommens verdient. Heute verdienen sie 40% des Einkommens. Also diese Schere ist immer weiter auseinandergegangen. Wir haben Vorstandsvorsitzende, die das 150-fache des Durchschnittseinkommens ihrer Beschäftigten verdienen. Das war bei Ludwig Erhard so nicht. Und die Wirtschaft hat funktioniert. Und es ist auch nicht so, dass man sagen kann, heute ist alles anders
Heute müssen die 150 mal so viel verdienen. Das ist schlicht und ergreifend nicht richtig. Und deswegen finde ich, diese Wirtschaft wird nicht in die Knie gehen, wenn mal den Lobbys, die immer wieder dazu beigetragen haben, die Obersten noch ein Stück weiter freizustellen von Steuern, ein bisschen in die Schranken gewiesen werden. Das ist das eine. Und deswegen erst noch ein Punkt nur als Erwiderung auch. Also Symbolpolitik ist natürlich 10 Milliarden, wenn man da mal so roundabout von sprechen kann, auch nicht unbedingt. 10 Milliarden sind eine Menge Geld. Übrigens 10 Milliarden, das ist ja bei der Vermögenssteuer wie bei der Erbschaftssteuer so für die Länder. Das muss man auch nochmal sehen, denn die haben die härtesten Schuldenregeln. Und wenn die da auch noch nichts kriegen, dann ist sozusagen mit Investieren in Bildung und anderem, ist da schnell auch Polizei und anderem, ist da Sense. Und deswegen, es ist nur gemessen an einem, ich sag mal, wenn wir über 800, 900 Milliarden Steuereinnahmen auf allen Ebenen im Jahr reden, wenn wir darüber reden, dass 500, also 50 Milliarden im Jahr noch investiert werden müssen, dann weiß man, die 10 Milliarden schrumpfen dann im Vergleich zu den anderen Dingen. Aber 10 Milliarden insgesamt, damit kann man eine Menge machen. Und vor allen Dingen kann man ein Stück gerade diese kleinen und mittleren, und zwar Mittel nehme ich sogar deutlich über den Durchschnitt hinweg noch mit. Also weil ja auch immer die Sorge verbreitet wird, der Facharbeiter, der sich sagt, ich bin, glaube ich, schon ein Stück über dem Durchschnitt, jetzt wollen sie mehr ans Leder. Nee, der gehört nicht zu den 5%, die da ein Stück, oder dem 1%, das ein Stück mehr durch die Vermögenssteuer beitragen soll. Der gehört zu den 95%, die entlastet werden sollen. Vielleicht immer versuchen wir nochmal so systematisch durch die Punkte durchzugehen. Und vielleicht, weil Sie es gerade ansprechen, fangen wir dann doch damit an. Ich habe gerade gedacht, wir fangen nochmal an bei der Frage, warum es überhaupt geht. Das ist ja eine andere Frage. Aber die Frage, wie viel das bringt. Also 10 Milliarden, wir haben es ja eben zitiert, es gibt Schätzungen über 500 Milliarden Investitionsbedarf in den letzten 10 Jahren. Die werden auch mittlerweile als konservativer also schon eingeschätzt. Es geht deutlich darüber hinaus. 10 Milliarden scheinen da ja nur ein kleiner Beitrag zu sein, der, also sind auch jährlich, aber 20% von den 50 Milliarden, die wir brauchen. Ich meine, das ist, aber ist das nicht so ein bisschen der Widerspruch, dass Sie auf der einen Seite natürlich und verständlich sagen, es trifft ja nur ganz wenige und das ist nur ein kleiner Satz und so weiter. Das bedingt dann nicht gleichzeitig auch, dass es auch vom Volumen nicht so groß ist. Also man kann ja nicht sagen, es belastet keinen und das Volumen ist groß, entweder oder. Herr Grabke hat ja gesagt, das geht in eine ähnliche Richtung, wie das auch die Grünen vorgeschlagen haben oder auch die Linke. Was ich dazu sage, ist immer, und das war lange Zeit ein bisschen das Problem in der Darstellung für die SPD, und ich glaube, dass das auch jetzt vor der Wahl zum Vorteil wird, dass wir sagen, ja, natürlich könnte man das alles schärfer machen, die Großen stärker besteuern, die Kleinen noch mehr entlasten, Vermögensabgaben noch oben drauf setzen oder irgendwas. Und wir haben immer gesagt, es geht am Ende darum, eine Gesellschaft zusammenzuhalten, also auch nicht indem wir jetzt so klein gegen groß zum Konflikt machen. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht um eine besonnene, verantwortungsbewusste, aber auch an die Verantwortung appellierende Art, sich an der Steuer zu beteiligen. Und deswegen finde ich eben diese Größenordnungen richtig. Auch der DGB redet davon, man könnte ja eine Art progressive Vermögenssteuer machen, also im ganz hohen Bereich, in mehr als 1%, dann kommt man auch schnell auf 20 Milliarden. Also ich finde, das sind Dinge, die müssen, das sind keine Wahlkampfthemen, sondern müssen insgesamt diskutiert werden. Wir haben im Programm dieses Modell stehen und vor allen Dingen, wir haben gesagt, das am einfachsten erklärbare ist doch mal zu sagen, was war eigentlich zu dem Zeitpunkt, als das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, die bis dahin völlig normale Vermögenssteuer in Deutschland kann so nicht weitergeführt werden. Das Bundesverfassungsgericht hat ja nicht gesagt, Vermögensbesteuerung ist widerrechtlich, darf man nicht, sondern das Verfassungsgericht hat auch in Bezug auf unser Grundgesetz, das eben sagt, dass Eigentum verpflichtet, eine Vermögenssteuer bejaht, hat nur gesagt, wenn Immobilien völlig unterbewertet werden, dann werden die Vermögenden eben ungerecht besteuert. Das müsst ihr ändern. Also wäre ja sinnvoll, dass man sagt, dann gehen wir doch mal an diese Frage ran, dass man das nicht getan hat. Schon damals lag daran,
Ich erinnere mich noch, dass gesagt worden ist 1997, wir haben ja eben 53% Spitzensteuersatz und jetzt haben wir 7,5% Soli damals. Jetzt machen wir nicht, dann lassen wir die erstmal. Und dann hat man irgendwann den Soli auf 5,5 gesenkt, hat die Spitzensteuer von 53 auf 42 gesenkt, aber hat nicht nochmal darüber geredet, dass das eigentlich der Hinderungsgrund gewesen ist, die Vermögensteuer zu reformieren und hat die einfach weggelassen. Und da würde ich jetzt sagen, wir haben in der Zwischenzeit gerade im oberen Bereich so entlastet, dass es richtig ist, wieder darüber nachzudenken, warum war die eigentlich damals, was war daran nicht richtig? Und dann ist das Erste, ja, wir müssen die Immobilienbesteuerung richtiger stellen. Wir müssen dann gegebenenfalls über Freibeträge reden. Das haben wir ja auch gemacht. Da haben wir gesagt, 2 Millionen für einen Single und 4 Millionen Freibetrag. Also nicht freie Grenze. Das heißt, jemand, der 3 Millionen als Single, als Vermögen hat, hat dann 1 Million für die Steuern zu zahlen. 1%. Also wir reden hier nicht über das Häuschen des Mittelverdienenden. Und ein zweiter Punkt, man muss dann eben auch überlegen, was hat sich eigentlich noch geändert seit 1997? Da gehört für mich zum Beispiel dazu, dass wir eine völlig neue Form auch von Wertentwicklung von Unternehmen haben. Wir haben Startups, die machen noch gar keine Gewinne und haben plötzlich einen riesen Wert an Unternehmensbewertung. Wenn wir denen jetzt sagen würden, jetzt nehmen wir euch davon eine Steuer ab, kann das sein, dass das die ganze Startup-Szene behindern würde. Daran muss man natürlich denken, daran liegt auch niemandem. Und deswegen müsste man nach unserer Auffassung, das haben wir ja sogar 2012 in meiner Zeit noch als Finanzminister von Nordrhein-Westfalen mit dem DIW mal berechnet, dass wir gesagt haben, wir setzen auf dem, was damals ausgesetzt worden ist und gucken uns an, was war der Grund dafür, dass es ausgesetzt worden ist und was hat sich in der Folgezeit so verändert, worauf wir Rücksicht nehmen müssen, weil niemandem von uns daran gelegen ist, Wirtschaft kaputt zu machen, Arbeitsplätze kaputt zu machen, aber bitteschön trotzdem die hohen Vermögen stärker zu beteiligen. Jetzt sind wir schon wieder ein bisschen bei der Machbarkeit. Trotzdem würde ich gerne nochmal zu der Effizienz oder zum, wie auch immer man das nennt, weil Sie das ja auch beschrieben haben. Also das ist eigentlich für die Oberen, die da betroffen sind, eigentlich was denen wehtut, weil die haben Renditesteigerungen, die deutlich höher sind, als das, was da abgeschöpft wird. Das heißt dann aber auch, dass das an der Vermögensverteilung dann eigentlich nicht viel ändern wird. Herr Grabka, Sie haben auch dazu gearbeitet, vielleicht können Sie dann einen Eindruck von geben, wie sensibel eigentlich so die Verteilung nach den üblichen Maßen auf steuerliche Veränderungen reagieren. Wie hoch müsste die Vermögenssteuer sein, um das nennenswert zu ändern? Also vielleicht erstmal sozusagen, wie ist der Stand zur Vermögensungleichheit? Also wenn man sich die Nettovermögen der Privathaushalte in Deutschland ansieht, ist es so, dass die obersten 1% ein Drittel des gesamten Vermögens halten, die obersten 10% sogar 67% des gesamten Vermögens. Also wir sind ein Land mit einer ausgeprägten Vermögensungleichheit, auch im internationalen Vergleich. Und daher ist es natürlich schon auch im Sinne des gesellschaftlichen Zusammenhalts sinnvoll zu überlegen, ob das dieses Ausmaß an Ungleichheit, ob das angemessen ist oder ob es schon längst negative Konsequenzen sowohl im Hinblick auf vielleicht auf das Wachstum hat, auch auf Arbeitsplätze vielleicht sogar und auch meinetwegen auf diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt insgesamt. Wenn man sich die Wirkungsweise einer Vermögenssteuer ansieht, ist das Kernproblem, und Sie haben es im Grunde gesagt, wir machen im Grunde keine Ursachenbekämpfung, sondern die Vermögenssteuer wirkt im Grunde nur dahingehend, dass wir an dem Stock des Vermögens gar nichts ändern, sondern wir besteuern faktisch nur den Zuwachs. Das heißt, im Zweifelsfall kann selbst bei einer Einführung einer Vermögenssteuer mit einem Steuersatz von 1% sogar weiterhin die Vermögensungleichheit noch weiter ansteigen. Das kann passieren, wenn man Piketty folgt oder auch entsprechenden Kollegen. Also gerade Moritz Schularek hat ja zum Beispiel auch ein Papier entsprechend publiziert mit den Renditen verschiedener Anlageformen. Und die deuten auch eher darauf hin, dass in der langen Frist davon auszugehen ist, dass tatsächlich eben diese Returns eher noch dazu beitragen werden, dass die Vermögensungleichheit noch weiter ansteigt. Also zu hoffen, dass man mit der Vermögensungleichheit, mit der Vermögenssteuer die Vermögensungleichheit reduziert, das ist definitiv das falsche Instrument.
Wenn die Politik das als Problem erkennt, muss sie in der Tat dann andere Alternativen einsetzen. Und vorhin haben Sie so ein bisschen lapidar gesagt, da werden Sie in Talkshows aufgefordert, doch mehr für Vermögensbildung zu tun. Das ist in der Tat genau unsere Empfehlung, dass man nicht nur darauf guckt, diesen Vermögenskuchen in mehr Teile zu zerteilen mit der Vermögensteuer, sondern für unsere Gesellschaft insgesamt wäre es besser, wenn wir den Vermögenskuchen vergrößern. Und wenn man sich vor Augen führt, dass das Volumen der staatlichen Förderung in diese Vermögensbildungspolitik in den letzten Jahren deutlich geschrumpft ist, von mehr als 12 Milliarden etwa 2004 auf einen Betrag von ungefähr 4 Milliarden aktuell, fragt man sich schon, ob die Politik dieses Thema nicht irgendwie nur noch stiefmütterlich behandelt. Also wenn ich direkt darauf antworten darf, ja, das habe ich ausdrücklich gesagt. Es geht nicht mal darum, mit einer Vermögenssteuer das Vermögen der Wohlhabendsten zu verkleinern, sondern den Zuwachs zu verlangsamen. Also insofern ist diese Aussage, da wird die Substanz besteuert, die müssen jetzt alle ihre Picassos verkaufen, weil jetzt der Staat einfach sagt, die wollen wir haben oder das Geld davon wollen wir, ist schlicht und ergreifend barer Unsinn. Und deswegen ist es auch nur ein Baustein. Wir haben ja eben schon erlebt, die CDU und CSU oder FDP wollen ja nicht nur keine Vermögensteuer, sie wollen auch noch den Soli für die oberen, wir reden ja nur noch von 4% ungefähr, abschaffen. Das heißt, es gibt bei denen ja auch mehrere Bausteine, die darauf ausgerichtet sind, bloß keine Mehrverantwortung der Großen, im Gegenteil Entlastung, Verkleinerung der Belastung, weil eben die Philosophie nochmal ist, die alleine sind die Leistungsträger, der Rest hängt hinten dran und soll froh sein, dass ihm Chancen geboten werden. Und der umgedrehte Ansatz ist ja zu sagen, die größten Geschäfte machen auch die Vermögenden damit, dass es ein kaufkräftiges Publikum gibt. Das ist also gerade kleine und mittlere, wenn sie ihre Miete bezahlt haben, anschließend auch noch was haben, womit sie noch was kaufen können. Und das bedeutet eben nicht nur, diese 10 Milliarden von den Vermögenden zu bekommen, sondern sie eben auch zu investieren, zusammen mit noch einem Stück Reformen, auch des Einkommenssteuertarifes, um gerade im kleinen Bereich, ich sage jetzt mal als erstes, wird es wahrscheinlich sein, die Möglichkeit des Konsums zu vergrößern, also Kaufkraft zu stärken. Ich glaube, dass wir dann immer noch weit davon entfernt sind, in vielen Bereichen 15%, glaube ich, der Gesellschaft haben gar kein Vermögen und haben eher Schulden. Und dann gibt es noch einen großen Teil, der hat so wenig, dem kann man jetzt bitte nicht sagen, weißt du was, du kriegst jetzt ein paar Euro mehr durch geringere Steuern und jetzt kannst du mal Aktien kaufen. Weil das ist ja auch so eine, es wird ja oft aus der Politik so argumentiert, als könne ein Durchschnittsverdiener oder ein Kleinverdiener die alte Regel befolgen, ich investiere mal von dem, was ich übrig habe, ein Drittel in Immobilien und ein Drittel in Aktien und ein Drittel in andere Anlagen. Ja, da lacht er sich kaputt, der kann sich nicht eine Aktie kaufen. Ne, geschweige denn das andere Drittel noch in eine Immobilie, ne, vielleicht in 3 Quadratzentimeter. Also ich meine, das ist doch gerade, ist manchmal schon fast ein bisschen zynisch, das als Vermögensbildung zu betrachten. Das ist dann eine andere Frage, dass man eben auch mal drüber nachdenken muss, welche Form von Fonds gibt es, die dann staatlich garantiert sind, also das, was skandinavische Länder auch machen. Ich bin in all diesen Punkten offen. Ich bin überhaupt nicht jemand, der nicht findet, dass Märkte für das Gemeinwohl eingesetzt werden sollten, weil ich mich da irgendwie verschließe und sage, nix, da gibt es jetzt einen Kasten. Und deswegen ist diese so eine Debatte für mich auch so wichtig. Aber ich glaube eben, dass als ein Baustein, der auch neben diesen 10 Milliarden eine symbolische Wirkung hat, der sagt, ja, es gibt einen Teil, da seid ihr die großen Gewinner und könnt einen Teil beitragen, dass der in dieser, sag jetzt mal, Geschlossenheit einer Gesellschaft eine große Rolle spielen kann. Aber wenn Ihre Grunddiagnose stimmt, und ich denke, also man wird in Deutschland viel Widerspruch finden, international ist, glaube ich, die Diagnose, dass in vielen Ländern die Ungleichheit zu groß geworden ist, relativ breit verteilt. In Deutschland gibt es noch Widerspruch von etablierten Ökonomen, zum Beispiel aus der alten Linie. Wenn man aber mal davon ausgeht, dass eine Zahl, wie Sie genannt haben, 1% besitzt, einen solch großen Teil, ein Drittel. Und wenn man noch höher geht, wird die Relation noch absurder, um 40% und haben eigentlich so gut wie gar kein Vermögen.
Also alle Umfragen, die wir auch zwischenzeitlich gemacht haben, deuten darauf hin, dass das auf Dauer auch tatsächlich ein gesellschaftlich nicht tragbares, tragfähiger Zustand ist. Das ist auf Dauer schwer haltbar, so eine Gesellschaft so zu halten. Und das ist jetzt keine SPD-Werbung, sondern ich glaube, das ist ist international, wenn man in Amerika, in Großbritannien, wo das natürlich noch schärfer das Problem ist, sicherlich eigentlich Konsens, dass das so ist. Und in Deutschland findet man mittlerweile auch sehr viele Ökonomen, die sich im Grunde darüber einig sind. Wenn das stimmt, nur nochmal auf den Punkt zurück, warum dann nur Symbolik? Und wir kommen gleich mal auf die Fonds, das will ich aber ein bisschen trennen, zuerst bei dem sozusagen bei dem Abschöpfen. Beispiel, Sie haben das Vermögensabgabe. Sie haben ja auch genannt, die Nachkriegszeit, da gab es halt natürlich aus dem speziellen Umfeld, historischen Umfeld, diese Vermögensabgabe, die über lange Zeit heute gestreckt wird. Es gibt eine andere Partei, die das auch vorschlägt, wo das auch durchgerechnet worden ist. Wäre sowas dann nicht viel angemessener, dass man sagt, also das geht einfach nicht, dass da oben ein paar sind, die zweistellige Millionen haben, dreistellige bis Milliarden haben, die in ihrem Leben nicht mehr ausgeben können. Das ist menschlich überhaupt nicht nachvollziehbar. Muss man da nicht als Gesellschaft irgendwann mehr rangehen, als zu sagen, naja, 1% Vermögensteuer? Also erstmal wollte ich sagen, es sind nicht nur Wissenschaftler, die sagen, dass das eine ungute Entwicklung ist. Es gibt zunehmend, gerade auch in den USA, wo das noch schärfer zutage tritt, aber auch bei uns, Unternehmerinnen und Unternehmer, die sagen, das ist keine gute Entwicklung. Es gibt gerade auch die mich persönlich ansprechen und sagen, ihre Position unterstütze ich absolut. Das sind dann meistens die, die nicht ganz so laut draußen reden, weil sie sagen, wenn ich das meinen Kollegen am Stammtisch oder im Tennisclub sage, dann sagen die, ja, dann spende doch dein Geld, wenn du das machen willst. Und die dann sagen, nee, das will ich ja gerade nicht. Ich möchte schon, dass ich und meinesgleichen insgesamt diesen Beitrag leisten. Ich hatte mal das schöne Beispiel bei einer Veranstaltung vor der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen, dass einer dieser Unternehmer mich und Medien eingeladen hat und denen mal vorgerechnet hat, was der mit einem großen Bauprojekt, das er macht, verdient, was er investiert, wie sich das entwickelt, und hat dann gesagt, so, und jetzt rechne ich Ihnen mal vor, am Ende bedeutet das für mich, dass ich jedes Jahr 2 Maserati übrig habe. Und dann geht ihr hin und erklärt dem Walter Borjans, der will, dass ich verarme, wenn ich 1% Vermögenssteuer bezahle. So, da haben sie geguckt, und wie konnte es so einen Nestbeschmutzer geben aus dem Kreis der Vermögenden, der sagt, also mir zu erzählen, der will meine Substanz vermindern, das ist Unsinn. So, jetzt die Frage der Abgabe oder überhaupt über die Symbolik hinauszugehen. Nochmal, 10 Milliarden sind für mich keine Symbolik. Das ist das eine. Und das zweite ist, es gibt gerade heute eine, ist zumindest bekannt geworden, Stellungnahme auch des Beirats beim Bundesminister der Finanzen in Bezug auf eine Vermögensabgabe. Jetzt muss ich dazu sagen, die würde ich gerne auch noch mal etwas diskutieren. Das ist auch üblich unter uns, dass wir das machen. Aber auf den ersten Blick fand ich da ein paar Punkte ganz nachvollziehbar, dass wir nämlich in den Gründerjahren der Bundesrepublik auch als Staat in einer völlig anderen Situation waren als heute. Das heißt, heute ist die Bundesrepublik Deutschland ein höchst kreditwürdiger Staat in der Welt. So kreditwürdig, dass wir praktisch für Geld nichts geben müssen. Und zwar nicht nur wegen der Zinsen aufgrund der Europäischen Zentralbank. Ich bin als Landesfinanzminister Nordrhein-Westfalens oft in Südostasien gewesen, um sozusagen die Atmosphäre für die Gewährung von Anleihen sozusagen zu verbessern und zu informieren. Da stieß man nur auf hochliquide Personen oder Unternehmen oder Banken, die gesagt haben, wir wollen unser Geld anlegen, wir möchten es da anlegen, wo wir es auch wiederkriegen. Und deswegen wollen wir schon gar keinen Zins. Ist uns lieber, als irgendwo anders 5% kriegen, aber wir kriegen das Geld nicht zurück. Nur ein Minus bitte nicht. Und dann haben die für 0, bis 1, noch was Prozent ihre Anleihen gegeben für 60, 70, 80 Jahre an das Land Nordrhein-Westfalen. Also um das mal zu zeigen. Und diese Situation, die hat man natürlich nach dem Krieg nicht. Und diese Situation nicht zu gefährden, das heißt also, dass nicht die Nachricht kommt, in diesem Land kann es sein, dass dir einfach ein Teil davon einbehalten wird, muss man im Hinterkopf halten. Ich will jetzt nicht sagen, dass das die bestimmende Größe ist, aber zumindest sind solche Dinge mit zu beobachten. Und das tun mir die Linken zu wenig. Ich meine, das ist eine sympathische Forderung, aber ich muss dann sagen, Leute, denkt bitte dran,
am Ende muss es auch, muss das Land auch in dieser Kreditwürdigkeit bleiben. Dann sage ich gleichzeitig aber auch, wenn wir uns dann selber verbieten, Kredite aufzunehmen. Ja, ich meine, da brauche ich auch nicht für die Kreditwürdigkeit zu arbeiten. Also das, ich meine, das ist natürlich ein Widerspruch in sich. Dann sollten wir diese Minuszinsen oder die 0, noch was Zinsen für 80 Jahre auch nutzen, um richtig in dieses Land zu investieren. Also das ist für mich der Punkt. Also es gibt einfach, ich meine, ich bin ja auch gerne Volkswirt und bin eben nebenbei auch Politiker oder umgekehrt. Aber jedenfalls, für mich spielen solche Zusammenhänge und Rücksichtnahmen auch eine Rolle. Genauso wie für mich wichtig ist, man denkt ja immer, wenn einer in Nordrhein-Westfalen war, dann hat er nur mit Großunternehmen zu tun gehabt. Das ist auch ein Land des Mittelstands. Und ich weiß, wie viel der Stabilität der deutschen Wirtschaft wir einer Struktur zu verdanken haben, die es in anderen Staaten so nicht gibt. Und deswegen will ich die alles andere als Schwächen kaputt machen. Nur, dass da so eine, gerade auch in den Verbänden, die die vertreten, Verband der Familienunternehmer, quasi eine Stimmung erzeugt wird, als wenn jede Beteiligung an der gesamten Gesellschaft quasi eine Bedrohung der Existenz dieses Mittelstandes wäre. Das ist eine egoistische Verbands- und Lobbypolitik, der ich nicht zustimme. Und da glaube ich eben auch, das kann man den Menschen erklären. Das ist an einer Stelle ein Widerspruch. Und zwar einerseits haben Sie ja ganz am Anfang gesagt, dieses Statement, wir brauchen Milliarden für Investitionen in die großen Themen. Und gleichzeitig ist es aber so, dass, und das ist vielleicht auch noch so eine ungeklärte Frage für mich, ich habe extra noch ins Wahlprogramm der SPD geschaut, um das ein bisschen besser zu verstehen, soll jetzt eigentlich diese Vermögensteuer nur an Privatpersonen erhoben werden oder auch an juristische Personen? Das ist eine ganz grundsätzliche und auch wichtige Frage. Und spätestens in dem Moment, wenn es auch an die juristischen Personen geht, dann fehlt ja auch diesen Unternehmen dann entsprechend das Eigenkapital, um auch aus der unternehmerischen Sicht diese Investitionen zu machen. Also da beißt sich das an einer gewissen Stelle. Das sehe ich so nicht. Also erstmal, wir haben zugrunde gelegt, zunächst mal in unseren steuerpolitischen Überlegungen, neben dem Ergebnis, das wir erzielen wollen, also dass wir gesagt haben, 95 sollen entlastet werden, und zwar je kleiner das Einkommen, umso mehr, damit sie eben auch ja am besten sogar in die Situation, in die Lage versetzt werden können, Vermögen zu bilden, aber zumindest, ich sage mal, ihr Leben zu bestreiten und auch, ich sage jetzt mal, auf ein sicheres Alter hinzuarbeiten. Und das ist das eine. Das zweite ist, jetzt müssen wir mich noch mal eben gerade drauf bringen, auf die juristischen Personen, dass wir gesagt haben, wir stützen uns zunächst mal, genau wie ich das gesagt habe, für die Vermögensteuer aufsetzend auf dem, was wir mal hatten, haben wir auch gesagt, wir haben 2017 schon ein richtig gutes Steuerkonzept gehabt und müssen jetzt nicht in allen Punkten alles neu erfinden, sondern müssen überlegen, was hat sich seither geändert und wie muss man das anpassen. Das war ja auch die Grundlage der Berechnungen, die dann Wirtschaftsinstitute gemacht haben. Wie wirkt denn diese Steuerreform der SPD? Aber das Entscheidende war zu sagen, wer soll entlastet werden und wer muss dann ein Stück mehr beitragen. Und in dieser Ausgangsposition steckte ausdrücklich schon in einem Gutachten, das wir mit dem DEW mal vor 9 Jahren mittlerweile auf den Weg gebracht haben, dass sowohl natürliche als auch juristische Personen da drin sind. Allerdings kombiniert mit so einem Halbwertverfahren, das eben sozusagen nicht doppelt besteuert wird, sondern dass diejenigen, deren Unternehmen schon besteuert worden ist, jetzt nicht nochmal privat dann dazu besteuert wurden. Also das ist auch berücksichtigt worden. Und das ist eben, wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass Steuersenkungen, auch Unternehmenssteuersenkungen in der Vergangenheit bei uns nicht in dem Maß zu mehr Investitionen geführt haben. Alles andere als etwas, bei dem man sagen muss, wenn du jetzt einen Prozent nimmst, nimmst du ihnen die Möglichkeit zu investieren. Also sie haben, und das hat im Übrigen dieser Unternehmer, der mit seinen Maseratis mir das mal beschrieben hat, auch gesagt, hat gesagt, wenn ich jetzt den Soli abgeschafft kriege, dann kann ich ihn vorrechnen, wie viel ich dann zusätzlich habe. Und ich kann ihm sagen, das werde ich nicht investieren. Also zumindest nicht in mein Unternehmen. Da mache ich irgendeine andere Anlage draus. Und das ist doch auch die Realität gewesen in den vergangenen Jahren. Also ich glaube, nochmal, jede Steuer hat immer Wirkungen an bestimmten Stellen, die man nicht will, bei denen man überlegen muss, kriegst du die ausgeglichen durch eine faire Ausnahmeregelung oder eine faire Konstruktion, die aber immer wieder auch dann die Gefahr hat, dass sich sofort wieder Spezialisten darauf stürzen und sagen, wie kriege ich meinen
Vermögenden so definiert, dass der in diese Lücke passt. Und dieses Spiel, das habe ich über 7 Jahre als Finanzminister wirklich jeden Tag kennengelernt. Ich bilde mir auch nicht ein, dass das morgen aufhört. Nur man kann als Staat und als Finanzverwaltung noch ein Stück mehr tun, um das immer ein Stück schon vorauszusehen und von vornherein gegen solche Lückennutzungen, Ausnutzungen eben auch vorzugehen. Nur eine Nachfrage zu der Frage, wie effizient eine Vermögensteuer ist. Ich glaube, der Kollege Bach hat das auch näher berechnet. Können Sie eine Idee uns davon geben, wie viel müsste denn eine Vermögensteuer steigen? Also welchen Prozentsatz müsste sie haben oder welche Vermögensabgabe wäre möglich, um nennenswert etwas an der Verteilung, also ökonomisch in der Statistik, Gini-Koeffizient oder sonst irgendetwas maßgeblich zu ändern? Also in der Tat, also Kollege Bach hat das bei uns im Hause berechnet und man bräuchte tatsächlich einen Steuersatz von ab etwa 5% oder mehr, um einen Effekt auf die Ungleichheit der Vermögen zu erzielen, um eben dieses Problem, dass wir diesen Zusatzertrag faktisch nur mit dem bisher zumindest diskutierten Steuersatz von 1%, dass wir nicht nur diesen Zuertrag entsprechend besteuern, sondern tatsächlich an die Substanz rangehen. Und das geht tatsächlich erst ab einer Größenordnung von mindestens 5%. Wahrscheinlich müsste es ja noch höher liegen, weil wenn man sich so vorstellt oder vergegenwärtigt, was üblicherweise so im Schnitt zumindest Unternehmensgewinne ausmachen oder wenn man alternativ in den Aktienmarkt investiert, in den MSCI, was der sozusagen eine langfristige Wertentwicklung hat, das sind auch eher etwa 7%. Das heißt also, eigentlich müsste man tatsächlich in diese Größenordnung von 7% oder noch höher gehen, um tatsächlich überhaupt an die Substanz ranzugehen. Ich will Sie nicht dahin drängen. Nee, zum Verständnis. Nein, aber da gibt es ja auch ein bisschen Diskussion innerhalb des DIW, weil nämlich natürlich die Vorschläge, die der mir wirklich in seinen Positionen sehr sympathische oder und auch vertraute, weil wir auch viel miteinander uns austauschen, Stefan Bach sagt, dass die natürlich auf der Seite dann an das gehen, was ja Herr Grabka gerade als Gefahr auch sieht. Also wenn ich 5% mache, das ist ja so ein bisschen wie der linken Vorschlag, wo man dann sagt, ja, klingt gut, aber jetzt muss man aber überlegen, was passiert dann? Dann wird es erstens natürlich umso mehr, die wird es auch bei 1% schon geben, Überlegungen geben, wie entgehe ich dieser Besteuerung? Also alles, was mobiles Vermögen ist, würde ich zum Beispiel, nicht ich, aber werden diejenigen möglicherweise versuchen, jedenfalls außer Landes zu bringen. Also bedeutet das schon mal, man braucht so wie bei der jetzt von Olaf Scholz verabredeten Mindestbesteuerung weltweit auch wieder einen Konsens in einer Europäischen Union mindestens, am besten in G7 oder G20. Wenn man das macht, ist auch ein Stück insgesamt an gerechterer Verteilung möglich, als wenn das ein Land alleine macht. So, der zweite Punkt ist, welche Umstrukturierungen gibt es dann, um Freibeträge zu nutzen durch Vermögensübertragung auf Kinder und welche Möglichkeiten werden dadurch eröffnet? Und der dritte Punkt ist, wenn es dann dahin geht, dass ich insgesamt die Erträge schmälere, kriege ich ja auch wieder weniger Ertragssteuern. Das heißt also, da muss man auch ehrlicherweise gegenrechnen, welche Mindereinnahmen man in anderen Steuern hat, wenn man diese Steuer erzielt. So, und wie gesagt, vielleicht manche Politikerinnen und Politiker machen sich das ziemlich einfach. Da ist es hinderlich, wenn man selber Volkswirt ist. Auf der anderen Seite ist man auch froh, dass man dann nicht ganz so schnell irgendeiner Wunschvorstellung erliegt, sondern eben sagt, ich kann ganz bestimmte Dinge kann ich eben nicht machen. Aber mir wäre ja schon wichtig, wenn wir auch eine Stimmung, auch durch eine solche Diskussion erzielen, die zeigt, hier geht es echt weder um Neid, hier geht es auch nicht um irgendwie was wegnehmen ohne Sinn und Verstand. Es geht ihm tatsächlich darum, mit dieser auch verhältnismäßig geringen, aber absolut immer noch großen Masse und der Verteilung auf eine andere Schicht der Bevölkerung insgesamt den Vermögenskuchen ja auch zu vergrößern, weil dadurch Wirtschaft beflügelt wird und so weiter. Also insofern, ja, glaube ich eben, bin ich auch absolut einverstanden damit, dass unser Steuerkonzept in den Werten, die man so darstellen kann, nicht so scharf dasteht wie das der Grünen. Das kann man sympathischer finden, aber ich glaube, um dieser ja, konsensualen Entwicklung willen, ist es eben auch besser, das dann eben ein bisschen zurückgenommener zu machen, aber trotzdem mit einer, wie ich finde, schon großen Wirkung. Aber wenn ich mal einhaken an der Stelle, aber wenn es am Ende
des Tages soll nur um 10 Milliarden Euro gehen durch die Vermögenssteuer. Wäre eigentlich gar nicht so wichtig, mit diesem Steuersatz von 1% die Ungleichheit der Vermögen tatsächlich reduzieren. Dann stellt sich doch die Frage, habe ich denn nicht andere Instrumente, wo ich das Ziel 10 Milliarden Zusatzsteueraufkommen erreiche, besser entsprechend finde, ohne die Nachteile der Vermögenssteuer zu haben. Also, dass sie, wie vorhin eingangs gesagt, eben, dass sie ertragsunabhängig ist, was gerade in der Krisensituation problematisch ist und wir einen zusätzlichen Verwaltungsaufwand jetzt aufbauen müssen, um eben, wenn es eine Vermögenssteuer ist, wo wir das dann tatsächlich regelmäßig prüfen, können wir nicht schlicht und einfach die Unternehmenssteuern um 1% oder 0,5% wahrscheinlich, würde ja schon ausreichend, erheben. Das heißt, wir würden im bestehenden System bleiben, wir würden ertragsabhängig bleiben, was, glaube ich, ein ganz zentraler Vorteil ist. Und am Ende des Tages werden sowieso die gleichen wieder betroffen, weil bei der Vermögenssteuer dreht und alles sich letztendlich um das Betriebsvermögen. So. Also erst nochmal die 10 Milliarden jedenfalls auch seinerzeit errechnet vom DIW, waren ja schon abzüglich der Verwaltungskosten zur Erhebung. Also es waren eigentlich 11,6 oder 11,8 und ist gesagt worden, also das sind ungefähr 10 Milliarden, die Vermögenssteuer dann auch bringt. Da war sogar eben auch schon eingerechnet dieses Ausweichen, von dem ich geschrieben habe, dass man eben gesagt hat, auch bei 10 Milliarden gibt es Versuche, sich ein Stück der Steuer zu entziehen. Und da sind, glaube ich, auch um die 4 Milliarden sogar, 4 oder 5 Milliarden abgezogen worden, weil man gesagt hat, die werden irgendwo, ob man will oder nicht, am Ende verschwinden. Und dann bleiben 10 Milliarden. Also das ist erstmal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, in meiner Zeit als Finanzminister von Nordrhein-Westfalen habe ich begonnen mit einem Haushaltsloch, das weise ich gerne immer noch mal darauf hin, weil man das manchmal etwas anders darstellt, von 5 Milliarden bei Amtsübernahme. Und ich habe aufgehört mit einem Plus von 200 Millionen bei Amtsübergabe an meinen wieder von der CDU kommenden Nachfolger, der sich darüber freuen konnte. So, von 5 auf 0 zu gehen, war in einem Landeshaushalt eine extrem harte Geschichte. Da bin ich oft auch als der Bösewicht dargestellt worden, was der alles nicht möglich macht. Jetzt überlegen Sie mal, 10 Milliarden, wir reden von einer Landessteuer, wären für Nordrhein-Westfalen 2 Milliarden. Wenn ich auf diesem Weg von 5 nach 0 um 2 Milliarden entlastet worden wäre, da reden wir nicht über Symbole. Da reden wir schon über einen ziemlichen Brocken, der das nicht nur erleichtert hätte, sondern der eben Mittel für Investitionen eröffnet hätte. Und deswegen muss man immer solche Beträge einordnen. Ich kann mir immer eine Zahl machen, die so groß ist, dass 10 Milliarden gar nichts sind. Ich kann sie aber auch so darstellen, dass ich sage, also in meiner Haushaltsplanung wären 2 zusätzliche Milliarden zu diesem Zeitpunkt eine extreme Erleichterung gewesen. Und zwar nicht zum Verschwenden, sondern zum Investieren in Schulsanierung, in Straßensanierung, gerade da oder in Entlastung von Kommunen, gerade da, wo der Strukturwandel die am meisten gebeutelt hat. Aber das passt ja zusammen, sozusagen die Größenordnung, was das die formale Verkleinerung angeht, sind so hoch, so groß, dass da 10 Milliarden eher klein wirken. Deshalb ist der Befund, glaube ich, relativ naheliegend, dass die 10 Milliarden werden an diesem Phänomen der Ungleichverteilung nicht alleine verkleinern. Nicht. So, dann müssen wir aber auch, wir reden ja auch über Erbschaft. Wir reden, also wir wissen heute, auch das kommt ja aus den Untersuchungen immer heraus, Vermögen kann heute nur jemand bilden, der vorher geerbt hat. Also es gibt praktisch keine größere, ja wenig, es gibt sehr, sehr wenig, ist ein bisschen überspitzt vielleicht formuliert, aber ich zitiere da sogar den Chef der Allianz, Oliver Bäte, der das letzte, ich glaube, in einem Handelsblatt-Interview gesagt hat, der gesagt hat, ich trete ganz klar ein für eine ganz klare Erbschaftssteuer, weil heute im Prinzip Vermögen oder man kann zumindest sagen, Vermögen in einem extrem höheren Maße vermehrt wird von einer Generation zur anderen, wenn es schon eine Erbschaft gibt, als wenn es vorher nichts gibt. Deswegen haben wir ja auch so einen extremen Unterschied zwischen Vermögen in der DDR, in der ehemaligen und dem, was daraus gefolgt ist, die Leute hatten kein Vermögen bilden können. Und im Westen hat sich das extrem noch mal verschärft. Das heißt, der Unterschied Ost-West ist dadurch auch größer geworden. Also es gibt sowohl von Vermögen als auch von Erbschaftssteuer, und da kann man dann immer drüber reden, in welcher Weise kombiniert, mit Schwerpunkt worauf. Auch in den USA war die Vermögenssteuer eigentlich immer eine Vermögenssteuer nach Ableben, also im Wesentlichen Erbschaftssteuer. Also dass man über solche Fragen eben auch reden muss. Und wenn man diese Bausteine mal zusammenpackt mit der Entlastung eben der Kleineren,
dann ist das schon was, was diese Ungleichverteilung verändert. Und sonst kommen wir nämlich immer zu dem Punkt, dass das, was wir für die Kleineren tun, durch sozusagen Verschwinden der ganz Großen, am Ende das, was für die Kleineren gemacht werden muss, von der Mitte bezahlt wird. Und das kann, das ist, widerspricht eigentlich auch den großmundigen Ankündigungen von Liberalen und Konservativen, die so tun, als wollten sie die Mitte entlasten. Nee, wenn sie die da oben alle freistellen, dann zahlen die im Prinzip den Sozialstaat. Bleiben wir vielleicht gerne bei dem Punkt, was von Hagen Krämer auch die Frage aus dem Chat, wäre die Erbschaftssteuer dann nicht besser geeignet, um die Ungleichheit, Vermögensungleichheit zu reduzieren? Vielleicht können Sie es, Herr Klapka, kurz aus fachlicher Sicht, es scheint einen Konsens unter Ökonomen und Ökonominnen zu geben, der in die Richtung geht, wenn dann besser Erbschaftssteuer als Vermögensteuer, würden Sie das teilen? Das ist richtig. Also da die Sichtweise, glaube ich, der Mehrheit der Ökonomen ist so, dass man tatsächlich, wenn man vor die Wahl stehen würde, sich für die Vermögensteuer oder die Erbschafts- und Schenkungssteuer auszusprechen, dass da die klare Mehrheit tatsächlich eher für die eine Reform der Erbschafts- und Schenkungssteuer plädiert. Das hätte mutmaßlich weniger negative Effekte, was man sonst eben bei einer Vermögensteuer erwarten würde. Und es ist ja eigentlich eher häufig so, dass das von politischer Seite, zumindest wenn ich mit politischen Vertretern spreche, die Erbschaftssteuer mal ungern angefasst wird, weil man in der Bevölkerung dieses zumindest verbreitete Vorstellung vorhanden ist, man könnte ja vielleicht doch noch eine Erbtante in den USA haben und der böse Staat will mir genau das vererben können. Wegnehmen oder auch diese Vorstellung, die gerade die entsprechende Lobbyseite wirklich stark in den Köpfen verankert hat, dass es auch um Omas kleinen Häuschen geht, dass tatsächlich der Staat hier an dieser Stelle zugreifen will. Andererseits sind aber die Freibeträge gerade der Erbschafts- und Schenkungssteuer derzeit, also aus meiner persönlichen Sichtweise, absurd hoch, weil man, wenn man so ein einfaches Rechenbeispiel aufmacht, ein Kind wird geboren und die Eltern können mit den derzeitigen Freibeträgen, wohlgemerkt, die Elternteil 400.000 Euro steuerfrei übertragen. Das heißt, bei zwei Eltern sind das schon 800.000 in dem ersten Lebensjahr. Bis zum 21. Lebensjahr hat dieses Kind dann 2,4 Millionen Euro steuerfrei übertragen. Und wenn man das im Vergleich zu jemandem nimmt, der vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer in Deutschland eine normale Sparquote von 10% hat, der muss etwa mehr als 600, 650 Jahre sparen, um erstmal auf dieses gleiche Niveau zu bekommen. Also da ist tatsächlich dieses angesprochene Problem von gesellschaftlichem Zusammenhalt gegeben. Und vielleicht, um das da an der Stelle abzuschließen, ich habe in letzter Zeit öfter Anfragen schon von Journalisten im Kontext zu Immobilienerwerb. Und da wird vielfach berichtet, dass es heutzutage eigentlich ohne eine Erbschaft und Schenkung mit dem Immobilienerwerb nichts mehr ist. Das war das denn, was und, ich eben und da, ja. da glaube ich, haben wir dann tatsächlich ein grundlegendes Problem. Und da würde eine Erbschaft- und Schenkungssteuerreform, glaube ich, auch im Hinblick auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt mehr beitragen, als wenn wir den bösen Millionär belasten. Ja, jetzt kommt aber genau diese, wie wir das immer sagen, das Verhetzungspotenzial, dass eben wirklich bei dieser vernünftigen Argumentation, die Sie gegeben haben, bei ganz vielen Menschen unglaubliche Emotionen ausgelöst werden. Also nicht nur, dass die insgeheim hoffen, vielleicht doch noch eine Erbschaft zu machen und dann und es geht ja gar nicht darum, dass sie die dann nicht bekommen. Es geht ja darum, dass man davon einen Teil abgibt und zwar einen mit einem sehr hohen Freibetrag, wenn es sich um unmittelbare Verwandte handelt. Ja, und wenn es eben der reiche Gönner in Amerika ist, der einem was gibt, den man vorher überhaupt nicht gekannt hat, dann finde ich es jetzt auch nicht so schlimm, wenn der einem eine Million vererbt, dass man davon 500.000 Euro an die Allgemeinheit gibt. Also wenn es dann doch noch ein Vater ist, von dem man nichts wusste, dann kommen eben auch noch die 400.000 an Freibetrag dazu. Das ist dann der Grund, warum die SPD da vorsichtig war. Nicht die SPD vorsichtig war. Ich kann da aus dem eigenen Erleben berichten. Ich sage an dieser Stelle, wovon einige vielleicht mir jetzt abraten würden. Ich war ja beteiligt an dieser Reform der Erbschaftssteuer, die zu diesen, wie Sie zu Recht sagen, absurden Freibeträgen geführt hat, weil ich erlebt habe, was für einen Einfluss in dieser Zeit die Vermögendenlobby gemacht hat auf eben sowohl auch damals schon den Koalitionspartner CDU, CSU im Bund und die CDU-regierten Länder, die jede andere Form
praktisch ausgeschlossen hätten. Ich sage hier ganz offen, das war ja zu einem Zeitpunkt, da hat ja das Verfassungsgericht gesagt, wenn ihr nicht bis Ende, jetzt weiß ich nicht mehr, wann es genau war, 2011 oder 12, das geregelt habt, dann müsst ihr rechnen, dass wir die aussetzen. Und da kam die große Angst auf, jetzt wird die Erbschaftssteuer ausgesetzt und dann entfallen diese Beträge, von denen wir eben auch gesprochen haben, die lag immer so bei 6 Milliarden im Jahr, die entfallen dann auch wieder bei den Ländern. Ich habe damals die Position vertreten, dann lass es uns vor die Wand fahren lassen, weil das Verfassungsgericht wird die Erbschaftssteuer nicht aussetzen, sondern das wird die Sonderregelungen für Betriebsvermögen aussetzen. Und dann bin ich mal gespannt, wenn es genauso wie jetzt kurz vor einer Wahl, also kurz vor einem Fristverfall ist, was dann FDP und CDU sagen werden. Und ich wäre ziemlich sicher gewesen, man hätte praktisch die Lokomotiven aufeinander zufahren lassen müssen. Und da habe ich unserer Seite selbst ein kleines bisschen übel genommen, zu sagen, warum mussten wir als Erste abbiegen? Und dann ist eben am Ende eine Situation rausgekommen, von der wir jetzt wissen, die ist erneut reformbedürftig. Ich halte sie auch noch immer nicht für verfassungskonform. Also es hat nur, also von den Begünstigten klagt eben keiner und von anderen, die ja nicht wissen, ob sie begünstigt sind oder nicht, auch nicht. Und deswegen glaube ich eben, der zweite Punkt ist, ich erinnere mich jetzt gerade zufällig daran, dass ich gestern Abend in einer Fernsehsendung einen Rapper gesehen habe, einen jungen Mann mit Migrationshintergrund, der eben rappte und Texte schrieb und der dann so durch den Park ging und von seinen Träumen sprach und dann sagte, also mein Traum besteht darin, dass ich mit meiner Musik so viel Geld verdiene, dass meine Enkel nichts mehr tun müssen. Und dann habe ich gedacht, das ist eine Zielgruppe, die nervös gemacht wird, wenn man sagt, Erben ist leistungsloses Einkommen und davon kann man auch einen Teil abgeben. Also wir reden hier nicht bloß von Multimillionären, die gerade wie jetzt ein Fußballstar, der jetzt 20 Millionen Jahresgehalt kriegt, vielleicht verunsichern könnten, sondern wir reden von wirklich vielen, in Anführungsstrichen, einfachen Bürgern, die alle die Hoffnung haben, doch noch irgendwie in dieser Gesellschaft eine Chance zu bekommen, eine Chance wahrnehmen zu können, die zu etwas führt. Und das möchten sie schon ganz gerne auch ihren Kindern weitergeben. Und das darf auch nicht wegfallen. Das ist ein Teil, ich habe 4 Kinder, meine Kinder sind mir auch was wert. Und trotzdem glaube ich, das Beste, was wir denen geboten haben, war, dass sie eine gute Ausbildung haben und jetzt nicht darauf angewiesen sind, ob ich am Ende eine große Hinterlassenschaft übereignen kann oder nicht. Das ist mir wichtiger, aber es gibt einfach diese Träume und man sollte in einer Gesellschaft auch Träume nicht zunichte machen, aber dabei trotzdem das Bewusstsein erzeugen, sollte dir ein Traum gelingen und du wirst dabei richtig wohlhabend, denk bitte dran, dass ein Teil davon auch den Möglichkeiten geschuldet ist, die diese Gesellschaft dir geboten hat, um diesen Traum zu verwirklichen. Und wenn wir das hinkriegen, dann lässt sich das auch gut miteinander verbinden. Traum, was würde denn eine Olaf Scholz geführte Bundesregierung in Sachen Erbschaftssteuer machen? Wir haben in unserem Zukunftsprogramm und in einem Zukunftsprogramm, das wir gemeinsam erarbeitet haben. Also es gibt ja immer so gern mal, da steckt doch bestimmt Novabo drin und das will gar nicht Olaf oder umgekehrt. Das ist gemeinsam erarbeitet. Olaf Scholz, daraufhin haben Sie, glaube ich, auch schon weit vor dem Programm hingewiesen, hat seinerseits das Thema Vermögenssteuer als einen gerechtfertigten Baustein immer auch beschrieben. Das heißt, wir haben gemeinsam diesen Punkt angesprochen, haben gemeinsam in diesem Programm auch stehen, dass auch die Erbschaftssteuer reformiert werden muss. Und wie dann die Bausteine zusammenpassen, das muss man sich immer noch mal angucken. Aber wir haben ja zum Beispiel auch bei der Erbschaftssteuer, die ja auch eine Schenkungssteuer ist, ja noch einen Punkt, nämlich, dass alle 10 Jahre im Rahmen der Fallbeträge, Sie haben das eben schon angesprochen, schon Eigentum übereignet werden kann an die Kinder. Das heißt also, der Freibetrag ist ein Freibetrag, der, wenn Sie früh genug anfangen, immer einen Teil schon abzugeben, den können Sie sich 2, 3, 4, 5 Mal können Sie den in Anspruch nehmen. Und dann eine Erbschaftssteuer, die bei Erbschaften bei über 26 Millionen Euro pro Erben, also nicht pro Erbschaft, immer noch sagt, dann wird mal getestet, ob das möglicherweise einen Schaden anrichtet, wenn du darauf Steuern bezahlst. Und wir dann bei 400 Milliarden ungefähr geschätzte Erbschaften und Schenkungen eine Steuer von 6 Milliarden im Jahr einnehmen, also 1,5%, dann weiß man, da hat die Lobby ganze Arbeit geleistet,
Und wir haben allen Anlass, in anderen Mehrheiten, für die wir kämpfen, dafür zu sorgen, dass das ein Stück korrigiert wird. Aber wenn ich so übersetze, nur zur Überleitung zum nächsten Thema. Sie haben sich jetzt nicht getraut oder nicht den Mut gehabt oder was auch immer, konkreter zu werden. Sie haben eine Reform der Erbschaftssteuer reingeschrieben und Sie haben jetzt auch gut erklärt, warum das weise ist, als Politiker sowas nicht zu tun. Aber immer wieder mit dem Ziel deutlich zu machen, wir reden hier wirklich von 1% der Bevölkerung und in diesem Bereich muss man sich angucken, wie gesagt, was ist da machbar, was ist gerecht, was ist sinnvoll, aber eben auch, was ist illusionär. Und da wirklich so ranzugehen, ich glaube, das ist das Überzeugende, was man machen kann. Ich würde gerne die 10 Minuten jetzt noch nutzen, dass wir mal sozusagen die andere Seite, die wir eben auch schon besprochen haben, beleuchten. Wie könnte man denn, ohne dass man sozusagen den Reichen, Erben, wen auch immer abschöpft, dafür sorgen, dass die Gesellschaft da einen größeren Zusammenhalt hat, dass die Ungleichheit reduziert wird? Vielleicht fange ich mal bei Ihnen an, Herr Kappka. Sie haben gesagt, die Förderung von Eigentum. Wie realistisch ist das denn, wenn man eine Struktur hat, auch eine Einkommensstruktur, wo 40% der Leute gar kein Vermögen haben, wo viele ihren Realeinkommen ja auch am Monatsende nicht viel übrig haben? Also da kann man doch so viele Riester und Rürup und was weiß ich was zulagen machen, wie man will. Die wird man doch dadurch auch nicht reich kriegen, oder? Doch, es sollte genau das Ziel sein, genau diese Niedrigeinkommensverdiener in die Lage zu versetzen, dass sie ihr Vermögen aufbauen. Gerade jetzt in der Pandemiesituation haben wir das gesehen, dass ja diejenigen, die schlecht sozial abgesichert sind, zum Beispiel Minijobber, die haben keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld oder eben auch keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld. Diese sind quasi sofort in Erwerbslosigkeit gefallen. Und wenn dann entsprechend kein Vermögen vorhanden ist, müssen sie sofort Grundsicherung beantragen. Und das waren ja keine Einzelfälle, sondern es ging da um mehr als 800.000 Beschäftigte, die von einem Minijob oder dem Verlust eines Minijobs betroffen waren. Und auch Selbstständige in einem größeren Umfang, die in starke finanzielle Schwierigkeiten gekommen sind. Also es muss genau gerade das Ziel sein, diese Niedrigeinkommensbezieher in die Lage zu versetzen, dass sie Vermögen aufbauen. Und natürlich könnte man ja sofort denken, ja, die müssen ja sowieso ihren Euro umdrehen. Die haben ja nicht jetzt noch 10 Cent übrig oder den Euro, oder sie jetzt noch sparen können. Nein, natürlich geht es. Und sehen wir uns die Riester-Rentenförderung an. Zum Glück ist es so, dass die SPD da auch diesen Reformbedarf erkannt hat, dass die Riester-Rente reformiert werden muss. Und zumindest ist das Stichwort Schweden da gefallen in ihrem Wahlprogramm. Halte ich genau für die richtige Richtung, weil es ist so, dass mit der Riester-Rente, zumindest wenn sie idealtypisch abläuft, auch die unteren Einkommensbezieher ja gefördert werden, noch nicht mal selber Beiträge einzahlen müssen. Aber am Ende des Tages sind die Renditen in diesen Riester-Renten so katastrophal gering, dass es eigentlich sich nicht lohnt. Und nicht ohne Grund ist es so, dass wir in unseren Analysen auch vom DIW immer wieder zeigen, dass gerade die Geringverdiener am Ende diese Förderung dann doch nicht in Anspruch nehmen, obwohl es sie gar nicht so viel kostet, sondern es kommt nicht an. Und wenn man das entsprechend umgestaltet und das dann tatsächlich in Form des schwedischen Modells orientiert, also ein standardisiertes Altersvorsorgeprodukt mit einer Out-Option, wenn die Versicherten das partout wollen, und eben mit einer starken Aktienanlage. Und eben da sollen nicht die Einzelpersonen sich dann dafür entscheiden, soll ich jetzt lieber VW kaufen oder vielleicht doch irgendwie Microsoft. Das macht keinen Sinn. Sondern es muss natürlich eine große Institution, zum Beispiel die Deutsche Bank, die dann auch entsprechende Kompetenzen hat, die soll das organisieren. Dann werden die Verwaltungskosten gering, was ja ein großes Problem gerade der Riester-Rente ist, dass große Teile von dem entsprechenden Verwaltungsaufwand dann in Form von Provisionen dann in beiden anderen Taschen landen. Da hat man einen ersten Ansatzpunkt, um tatsächlich auch für die Geringverdiener etwas zu tun und Vermögen aufzubauen. Wobei, vielleicht zur Überleitung, Sie haben ja eben auch schon gesagt, man ja nicht von jemandem, der dann am Monatsende vielleicht mal 20, 30, 40 Euro über hat, erwarten kann, dass er in die Einlageklassen investiert, die Rendite bringen. Also sozusagen darüber hinaus, man mit den Größenordnungen, ich kann mir schwer vorstellen, dass man damit ein Vermögen aufbaut, das wirklich sozusagen so stark die Ungleichheit auch reduzieren kann. Ich habe ja am Anfang mal so versucht,
ich sitze hier jetzt natürlich als nicht unparteiischer, aber aus Überzeugung, ist ja ganz klar. Aber wenn ich das jetzt mal so ein bisschen flapsig sagen darf, es ist ja gerade so der Entwurf von CDU und FDP, der zu sehr gedacht wird, mit durchaus ja einer positiven Absicht, aber immer gedacht wird aus den Denkmustern derer, die viel haben. So nach dem Motto, wir müssen einfach den Kleinen die Möglichkeit geben, Aktien zu kaufen und dann werden die auch reich. Dann können die genauso an diesen Gewinnen partizipieren, wie wir das machen. Nee, da ist eine ganz andere Denke hinter. Ich komme aus einem Arbeitnehmer- oder Arbeiterhaushalt. Mein Vater, meine Eltern hätten nie in Aktien investiert, weil da ein Risiko dran war und weil das bisschen, was sie mal hätten zurücklegen können, im Zweifelsfall von einem auf den anderen Tag gefressen hätte, selbst wenn man eine Chance gehabt hätte, dass es 3 Monate später wieder oben gewesen wäre. Da hätten die sozusagen jeden Schlaf in der Nacht mit verloren. Und also diese einfache Erklärung, guck mal, Herr Merz sagt dann, ich mache das so, macht ihr das doch auch so und dann ist es für euch in Ordnung, das ist eine Beleidigung. Das ist nicht nur ein Witz, das ist eine Beleidigung. Und deswegen ist genau diese Überlegung, dass man ja natürlich durchaus diese Märkte oder das, was den Großen nutzt, vielleicht mal nutzbar machen kann. Und das wäre eben in diesem Gedanken, weiß ich, gibt es eine Menge Diskussionen in der eigenen Partei, ob man die Aktienmärkte nutzen darf. Aber da sage ich mal, ja, wenn man natürlich sieht, über die Jahre hinweg waren Aktienanlagen immer viel renditeträchtiger als alle anderen Formen. Und das würde sozusagen gebündelt ein Stück genutzt. Und davon könnten sozusagen jeder kleine Haushalt sich etwas abschneiden oder investieren. Und dann würde auch noch ein Stück, ich sage jetzt mal, eine Unterlinie gesichert, weil damit es eben nicht dieses Risiko gibt. Ich habe da mühsam was erspart und jetzt ist mein Alter völlig unkalkulierbar. Dann muss man auch darüber nachdenken können. Also würde ich mich auch immer für einsetzen, mit Sicherheit noch mit viel Debattenbedarf, mit viel in der SPD. Aber weil da hilft auch, dass es gerade die skandinavischen Staaten durchaus an ein paar Punkten auch vormachen. Also immer nicht mal ganz schnell eine Überschrift produzieren, sondern sagen, das sind schon ziemlich sensible Bereiche, bei denen man aber eben sowas nicht ausschließen darf. Und da finde ich auch, wir müssen uns wirklich mal in die Situation der Haushalte hineinversetzen, die eben diese, ich sage jetzt mal 60 Euro haben, denen ich nicht sagen kann, macht davon ein Drittel in Immobilien. Ne? Oder die eben mit den 60 Euro, die sie mehr haben, sich mal eine Anschaffung leisten können, die noch nichts mit Vermögensbildung zu tun hat, sondern die schlicht und ergreifend was mit dem zu tun hat, was man sich lange versagt hat. Und das ist dann auch keine unverantwortliche Verhaltensweise von kleinverdienenden Haushalten. Und ich finde, ja, dass man sich auch als jemand, der selbst finanziell besser gestellt ist, aber der weiß, wo er herkommt, mal aus der Denke heraus, wie gehen gerade viele Familien mit dem Begriff der Verschuldung um? Und mein Vater hätte vor einem Monatsende, wenn er am nächsten Tag 1.000 Euro bekommen hätte, das Konto nie um 30 Euro überzogen, weil das sehr undenkbar gewesen, das wäre ökonomisch völlig in Ordnung gewesen. Aber das ist eben, man muss das eben einfach mal miterleben. Das ist auch der Grund, warum in Deutschland viele Leute, ich glaube sogar deswegen auch mehr als anderswo, eben nicht Eigentumsbildung in Form von Immobilienkauf machen. Also bei uns ist ja die niedrige Immobilien-Eigentumsquote nicht geschuldet der Armut, sondern ich kenne eine Menge Leute, die könnten sich das Darlehen für eine Wohnung leisten, aber die wollen definitiv kein Darlehen und wohnen deswegen zur Miete oder glauben damit eine höhere Mobilität zu haben. Und das kann ich alles nicht wegschieben und sagen, das macht ihr alles falsch. Jetzt mache ich ein System, bei dem müsst ihr euch ändern oder ihr habt einfach verloren. So verstehe ich eben Politik nicht. Es wird ein Thema oder einen Vorschlag vielleicht nochmal kurz anzusprechen. Viel diskutiert über Staatsfonds, über verschiedene Möglichkeiten aus verschiedenen Parteien, verschiedene Arten von Vorschlägen, wie man sozusagen über einen Staatsfonds, wo der Staat Geld sozusagen sammelt, das dann sozusagen an die Menschen verteilt, klingt jetzt ein bisschen profan, aber es gibt die Vorstellung einer sozusagen Grundrente, also einer nicht Grundrente in dem Sinne, sondern einer Kindersicherung, wo die Menschen sozusagen im frühen Alter schon ein Startkapital bekommen. Es gibt auch einen Vorschlag, sozusagen das später einzusetzen. Piketty und andere haben darüber geschrieben, halt,
Wie steht die SPD dazu? Also sozusagen, das wäre ja eine andere Möglichkeit, Leuten, die von ihrem laufenden Einkommen erstmal nicht viel sparen können, Vermögen aufbauen können, ihnen sozusagen Sparkapital geben zu bieten. Jeder kann dann selber sehen, wie er das vermehrt und wie er das nutzt in Ausbildung, in andere Dinge. Gibt es da eine Position der SPD? Bevor man sich sozusagen bei anderen was abguckt, was man dann sofort bei sich zu Hause auch machen will, muss man auch mal wissen, was sind unterschiedliche Ausgangsvoraussetzungen. Also Norwegen beispielsweise hat lange Zeit nicht gewusst, wohin mit seinen Haushaltsüberschüssen wegen des Öls und hat die in einen Staatsfonds gepackt, der ihnen heute ein, ich sage jetzt mal, gesellschaftliches Leben ermöglicht. Das hätten wir alle gern. Also insofern muss man immer wieder wissen, wenn wir was Ähnliches machen würden, bräuchten wir andere Quellen, um es zu befüllen. Und dann wären wir wieder bei der Frage, wer beteiligt sich denn an den dafür notwendigen Einnahmen oder ist man bereit, dafür auch Kredite aufzunehmen? Und wenn ich diese beiden Positionen habe, die Hochvermögenden dürfen keinen Anteil zahlen und Kredite dürfen nicht aufgenommen werden, mache ich mir die Tür zu. Und das sind aber die, die dann so einen Fonds vorschlagen. Und dann frage ich mich immer, haben die schon mal was von Adam Riese gehört? Der würde das nicht mitmachen. Und wenn ich das mal öffne und sage, ja, dann muss man sich mal überlegen, also wenn es so ist, wie ich zwischendrin jetzt mal beschrieben habe, dass der Staat auf den Märkten dieser Welt unabhängig von der Europäischen Zentralbank für null und nichts für 80 Jahre Kredite bekommt und die sinnvoll einsetzt, die müssen natürlich dann auch in der Zukunft das bewirken, was das Abtragen irgendwann oder das Warten auf schrumpfenden Anteil an der Wirtschaftsentwicklung erfordert, dann können wir über eine ganze Menge Dinge reden. Aber eben alle Lösungswege verstellen und sich dann hinstellen und sagen, guck mal, ich habe eine super Idee und die kommt durch Wachstum, was einfach dadurch entsteht, dass ich einfach den Reichen keine Steuern abnehme. Das ist wirklich, also dass das so lange schon immer wieder funktioniert, ist manchmal etwas, was einen dann manchmal leicht verzweifeln lässt, aber ich komme immer wieder an den Punkt, dass ich glaube, es gibt jetzt eine Stimmung, dass die Leute merken, Klimawandel, Flut, Corona, diese Herausforderungen, die all das nötig gemacht haben und jetzt muss man über sowas nachdenken, dass die eine Situation schaffen, in der man darüber besser reden kann. Und das gilt auch für die innerparteiliche Debatte, überhaupt keine Frage, aber das freut mich immer so an der eigenen Partei, dass man durchaus auch mal nicht im sich bekämpfen, sondern im Ringen um eine bessere Lösung über solche Punkte einfach auch mal unterschiedlicher Meinung sein kann. Und da werden wir also ganz sicher mit zu tun haben in den nächsten Jahren. Okay. Wir kommen zum Schluss. Mir liegt natürlich eine Frage auf der Zunge oder was natürlich. Gibt es einen Grund, warum Olaf Scholz plötzlich so gut dasteht und so lange vorher nicht gut dastand? Klar. Ist das gut? War das irgendwie besser? Hat er besser Flaschen verkniffen? Ich werde jetzt manchmal, insofern schön, dass Sie mir die Frage jetzt nicht stellen, stellen jetzt häufiger Medienvertreter an mich die Frage, du reibst dir doch jetzt bestimmt ganz verwundert die Augen. Und dann sage ich immer, Moment mal, es passiert gerade das, was ich seit 2 Jahren sage, worüber ihr gelacht habt. Also wenn sich jetzt einer die Augen reiben müsste, dann sagt doch ihr das. Also die Überzeugung, und natürlich war die nicht sicher, aber die Überzeugung, die dahinter steckt, die war immer, je näher wir auf einen Wahltag zukommen, erst recht mit einer nicht wieder antretenden Kanzlerin, wird den Menschen bewusst, es geht nicht nur um Versprechungen und schöne Auftritte, sondern es geht um die Frage, wem man für die nächsten 4 Jahre in einer herausfordernden Zeit mit halbwegs beruhigtem sich zurückziehen, weil nicht alle Menschen können sich jeden Mittwoch erkundigen, was hat denn das Kabinett beschlossen, sondern dass ich jemandem etwas übertrage, die Geschicke dieses Landes zu führen. Und dass ich immer gesagt habe, dafür haben wir einen erfahrenen, besonnenen und geradlinigen Kanzlerkandidaten. Das war noch zu Zeiten, wo vielleicht der große Auftritt, das Tribunenhafte eben noch mehr wirkte. Aber ich habe immer gesagt, lass uns mal mehr auf diesen Punkt zukommen. So, und dann sind 2 zusätzliche Dinge eingetreten. Die Klarheit, die Erkenntnis, wie groß diese Herausforderungen sind, wie wichtig das ist, dass man das jemandem übertragen kann, ist noch stärker geworden. Und
Das sage ich dann auch. Die beiden anderen Kandidaten haben deutlich gemacht, dass einem es wesentlich schwerer fällt, mit Ruhe die Geschicke des Landes zu übertragen. Macht Ihnen das nicht vielleicht doch ein bisschen Sorge, weil diese Schwankungen, die man jetzt da gesehen hat, von Woche zu Woche, nach oben, nach unten, bei allen Kandidaten, es ist ja noch eine Strecke bis zur Wahl. Also deswegen erleben Sie mich jetzt hier nicht. Ich springe Ihnen jetzt hier nicht vor Freude in die Luft. Ich sage natürlich, dass Stimmungen keine Stimmen sind, aber dass Stimmungen natürlich, das merke ich im Augenblick, ich bin praktisch schon im gesamten Land unterwegs gewesen, in den Wahlkreisen, und natürlich hat das einen Einfluss auf, ich sag mal, die Körperhaltung dessen, der für die SPD Wahlkampf macht, dass man eben nicht in dieser Situation ist, dass alle sagen, ihr glaubt doch selber nicht, dass ihr die führende Kraft werden könntet. Ich habe doch vor einiger Zeit der Freien Presse in Sachsen ein Interview gegeben, habe gesagt, also für mich heißt die Devise führen oder nichts, weil ich gesagt habe, ich weiß, was es heißt, Juniorpartner zu sein, dass man immer seine Punkte nicht durchbekommen kann. Da ist ein Riesenaufstand, was das denn jetzt heißen sollte. Ich wollte unbedingt die SPD in die Opposition treiben oder die Grünen in die Arme der CDU. Nee, ich wollte das, was sich jetzt abzeichnet. Und das, wie gesagt, hängt von vielen Dingen ab. Da kann viel passieren, auch in den letzten 33 Tagen. Und deswegen ist das für mich nichts anderes als ein Zeichen, ja, die Körperhaltung der eigenen Leute wird eine andere. Ja, die Menschen, die einem begegnen, es kommen viel mehr Wechselwähler, die sagen, ich habe da keine feste Haltung, aber diesmal ist das für mich eine klare Entscheidung. Diesmal wähle ich die SPD. Das ist anders als früher. Und das ist natürlich auf diesem Weg dieser 33 Tage, ist das natürlich eine Hilfe. Und am Ende wird abgerechnet am 26. September. Und deswegen warten wir jetzt mal ab und engagieren uns so, wie wir es bis jetzt gemacht haben. Das ist ja alles auch immer relativ. Sie waren jetzt auch lange Zeit so niedrig, dass natürlich die jetzigen Raten auch schon sehr positiv wirken. Aber das ist jetzt wieder wie mit den 10 Milliarden. Ne? Die 23%, könnte man sagen, klar, wir hatten auch schon mal irgendwo was von 40. Aber hier sind sie im Moment in einer doch etwas veränderten politischen Lage schon auch absolut wieder ein Wert, über den man gerne mal redet. Vielen Dank, dass Sie da waren. Wir werden sehen, ob in den letzten 33 Tagen das Thema auch noch mehr präsent wird. Das Thema Zusammenhalt, Vermögensteuer, das ist ja zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung des Wahlkampfs bislang durch nicht ganz so schwerwiegende Themen verdrängt worden, wie viele andere Themen auch. Wir wollen dazu beitragen, dass das ein Gegengewicht bekommt und ein bisschen über die schwerwiegenderen Themen sprechen und nicht über Lebensläufe und Lächeln zum falschen Moment. Das haben wir heute gemacht. Ich glaube, es war sehr spannend, sehr interessant von Ihnen beiden, die Positionen auszutauschen. Ich glaube, viele Anregungen zu bekommen, Argumente zu bekommen, um sich selber eine Meinung dazu zu bilden und da auch ein bisschen tiefer in die ökonomische Debatte zu bringen. Vielen Dank. Wir machen weiter am Donnerstag. Da haben wir jemanden zu Gast, der viele der Positionen vertritt, die Sie eben als nicht so gut dargestellt haben, aber das aber sicherlich sehr engagiert auch verteidigen. Christian Dürr von der FDP zum Thema Steuersenkungspaket. Und da wollen wir vor allen Dingen mit Ihnen darüber diskutieren, die Position, die FDP jetzt entwickelt hat, dass man die durchaus auch vorfinanzieren kann, weil Steuersenkungen am Ende entsprechende Renditen mit sich bringen und von daher positiv wirken. Spannende Diskussion, glaube ich, auch da mit Rüdiger Bachmann als Counterpart, wenn wir das diskutieren. Danach haben wir noch Antje Heilbrück unter anderem und werden das noch ein bisschen fortsetzen, unsere Diskussion. Vielen Dank für Ihren Beitrag, Herr Gabner, Herr Walter Borjans, und bis zum nächsten Mal.